Hallo, willkommen zurück. So, wo waren wir denn? Ja, ich bin immer noch nicht so 100% dahinter gestiegen, wie das jetzt alles funktioniert. Können Truppen eigentlich jetzt auch... Komisch. Können die das verwenden hier? Gegenstände, wie... Das muss man mal in der Beschreibung durchlesen. Die Beschreibung der Gegenstände. Außerdem habe ich das mit dem Aufwerten noch nicht so ganz verstanden. Und warum die hier so ein Highlight haben, das war wirklich nur die Verletzung? Oder ist das noch was anderes? Und dann gibt es auch noch den Stufenaufstieg hier. Wie wird der denn markiert, sobald irgendeine Truppe aufgestiegen ist? Also die scheinen ja jetzt hier voll zu sein. Trotzdem haben die so eine hervorgehobenen Namen wie die anderen verletzten Truppen hier. Ah. Die haben ja auch anscheinend irgendwelche Abzüge hier. Nahkampf, das ist rot. Dass der Name hervorgehoben ist, geht anscheinend einher mit irgendwelchen... Aber warum ist das hier rot? Das wird ja nicht negativ beeinträchtigt sein. Also irgendwie mit dieser Symbol... Die Farben haben ja eine gewisse Symbolkraft. Da bin ich mir echt nicht sicher, wie die hier rot verstehen. Normalerweise ist das ja eher was Negatives. Minus oder... Ne? Aber hier kann das auch vielleicht einfach irgendwas anderes anzeigen. Ich meine, Nahkampf 14 ist ja nicht schlecht. Und die haben ja jetzt schon Stufe 2. Relativ viel Erfahrung. Ja, wahrscheinlich heißt das nur, dass... Ja, wenn das voll wäre... Wäre das höher, ja, verstehe. Aber warum dann hier? Warum kriegen die denn Abzüge? Hier ist doch. Die sind doch komplett. Und das ist auch, soweit ich das sehen kann, das einzige, was man aufwerten kann. Vielleicht hängt das damit zusammen? Die einzige Truppe, meine ich. Es kostet auch kein Geld. Wir sind jetzt bei 110. Ah, jetzt ist es nicht mehr markiert. Jetzt ist der Nahkampf auf 30. Hat mich nichts gekostet. Tja, also das ist natürlich so eine Sache. Man sollte ja eigentlich die Einheiten bewahren, die schon eine relativ hohe Stufe haben. Also die hier auf Stufe 2 schon ziemlich weit oben, deswegen werde ich, glaube ich, mit die hier auffüllen. Einheit auffrischen. So gerne ich auch neue Sachen kaufen würde. Ja, ist schon recht teuer. Ich meine, wir kriegen auch Einheiten dazu. So, jetzt ist der Name aber immer noch... Also der Nahkampf ist anscheinend immer noch geschwächt. Obwohl die jetzt voll sind... Heißt das hier? Ah, ja, ich kann die auch aufwerten, verstehe. Ha, warum auch immer. So, und jetzt ist der Name nicht mehr gehighlightet. Was ist mit den anderen? Na, da klicke ich drauf und passiert jetzt nichts. Wahrscheinlich müsste ich die... Die sind auch Stufe 2. Den geht sogar noch schlimmer. Ah, da reagiert er gar nicht, weil ich nicht genügend Gold habe wahrscheinlich. Und da reagiert er auch nicht. Das heißt, ich sollte die irgendwie schonen, soweit es geht. Ja, hier, die haben schon um einiges gelitten. Ich meine, Heiltrank allein... Achso, das ist eh kein Heiltrank, das ist ein Stärketrank. Stärke und Krafttrank. Wie unterscheiden sie sich denn? Und es gibt auch irgendwie keine mit dem Orden verleihen.
Immer einen pro Runde oder was ist da? Ich verstehe da auch nicht so ganz das System. Das ist nicht unbedingt alles selbsterklärend. Also, das verbessert auf jeden Fall irgendwie einen Wert, ja. Und das waren die, die gelben. Das hier wird dann. Das adlige Langbogenschützen. Kann man sich aussuchen, was da verbessert wird? Woran versuchen wir das denn jetzt? Eine Einheit, die gut ist. Ich muss auch die Magier wieder mehr nutzen. Die haben, oder vor allen Dingen die Priester, die haben auch gute Sprüche, die helfen mir, Einheiten überleben zu lassen. Oh ja, und noch was. Wo waren sie jetzt? Das sind Zwerge, aber da war noch irgendwo was anderes hier. Moment. Habe ich sie gesehen? Ganz Truppen. Ja. Das hier sind auch Zwerge, die wir auch noch dazu bekommen. Okay. So. Den Streitwagen, können wir dem einen Orden geben? Nee. Stufe 1, das heißt, die müssen Stufe 2 sein, oder? Mann. Komisch. Vielleicht, weil es eine Spezialeinheit ist, irgendwie sowas. Streitwagen. Waldläufer, können wir denen einen Orden geben? Also normalen Truppen können wir einen Orden geben. Priester? Ja, bei dem geht's nicht. Okay. Wird mit Bogenschützen. Die haben noch keinen Orden. Geben wir den doch mal. 9, 7, 4, 8. Okay, der Orden ist jetzt da. 9, 7, 4, 8. Größe 2. Nein, das ist eine Standardgröße. Das wird auch nicht angezeigt, wenn man hier irgendwie draufklickt, rechts, links, Maus, over. Alles bringt nichts. Geschwindigkeit vielleicht? Weiß nicht. Naja, lassen wir es mal so fürs Erste. Speichern nochmal. Neu. Ja, dann machen wir mal weiter. Ach, ich wollte ja nochmal bei den Büchern gucken. Moment. Gegenstände. Die ganzen verbrauchbaren Items funktionieren. Ja, gibt schon einiges da was. Krafttrank, Heldenbefehlshaber und Zauberer. Also nicht Einheiten werden durch diesen wieder gestärkt. Krafttrank, das heißt, das ist quasi ein Heiltrank für Helden. Heiltrank. Bekommen Erfrischung, Helden, Befehlshaber und Zauberern und solcher Trank, schneller Heiler. Gestärkt, Mehrfach verwendbar, nein. Reich alle. Keine Ahnung, wie ich das auffassen soll. In diesen Breiten gehen seltsame Dinge vor. Viele derer, die hier unter den harten Bedingungen ihr Dasein fristen müssen, leiden unter den brutalen Übergriffen einer skrupellosen Räuberbande. Und da aufgrund der zunehmenden Konflikte mit den Orkhorden kaum noch zwergische Truppen zu ihrem Schutz abgestellt werden können, werden wir dieser Sache auf den Grund gehen und den Verzweifelten helfen. Durch die Aufmerksamkeit einiger Bauern gelang es unseren Spähern auch sehr schnell, auf die Spur der Schuldigen zu gelangen. Die Galgenvögel versuchen, die von ihnen erbeuteten Schätze fortzuschaffen. Doch
wird ihr Weg jetzt zu Ende sein. Denn das Imperium pflegt kurzen Prozess mit derlei Gesetzlosigkeit zu machen. Okay, jetzt kommt auch ein bisschen die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, dass ich nicht wieder vor dieselben Probleme gestellt werde. Mit den Crashs und so weiter. Die Karawane der Räuber. Einige der Banditen sind mit reicher Beute auf dem Weg zu ihrem Unterschlupf. Fangen Sie die Räuber ab und sorgen Sie dafür, dass keinem von ihnen die Flucht gelingt, da die Bande ansonsten gewarnt wäre. Verlassen die Deckung erst, wenn der Dreck ein Stück vorangekommen ist. Okay, also da sind wir jetzt schon mal durch, das ist sehr gut. Wow, irgendwie sind das jetzt nur eine Handvoll Helden mit einer Truppe. Komisch. Hat das einen tiefen Sinn? Ist das irgendeine besondere Mission? Sind die alle schon aufgestellt hier? Oder? Der Rest ist berittene Räuber. Ach nee, grün sind ja immer die Gegner. Naja. Ah ja, ich kann nur einen auswählen. Verstehe. Ich glaube, Ordensmagier ist immer die richtige Wahl. Was haben wir noch? Magier, Priester. Ja, Abendbrot. Oh, da muss ich wählen zwischen Priester und Magier. Dann nehme ich lieber den Priester, der kann ja wenigstens noch den Helden heilen. Das scheint irgendwie eine relativ kleine Aktion zu sein. Sofort speichern. Fangen wir mal wieder an zu überschreiben. Okay. Komisch, dass hier aussieht. Lange Streifen. Also, diesen Schatten, Kriegsnebel, Schattenwurf, finde ich doch alles sehr strange. Berittene Räuber. Vor allen Dingen ist es doch jedes Mal ein bisschen anders. Und das, was kann denn bitte so einen gekräuselten Schatten hier erzeugen? Das ist doch irgendwie alles nicht korrekt. Tja, nochmal erstmal zur Gruppe 1, auch wenn man das nicht sieht. So, und dann habe ich die mit 1 wieder an. Wählbar. Nicht aus der Deckung rausgehen, was immer das heißt, wahrscheinlich hier zwischen den Räumen. Das soll genug sein, um mit den Räumern fertig zu werden? Na, da bin ich immer gespannt. Warum stand mir von den Truppen ausgerechnet nur diese Truppe zur Verfügung? Ist irgendwie ein bisschen willkürlich, oder? Jetzt sind wir schon aus der Deckung raus. Räuber. Jetzt haben wir noch eine blaue Anzeige hier. Was sind das denn für? Einiges. Pferdefuhrwerk, vielleicht das. Ich weiß es nicht. Probieren wir es einfach mal, auf die loszugehen. Auf die Wachen am besten was. Ja, okay, es macht Sinn, dass sie Abstand zwischeneinander haben, weil die nicht beritten sind. Schade, dass man das nicht mehr einstellen kann, weil die World 1 konnte man denen noch Pferde geben. Okay. keine Begründung. Gut. Der Weg nach Gaeta entwickelt sich für uns zu einem Marsch des Schreckens. Okay, Moment, Es geht also so weiter und wir haben einfach nur Geld verloren an der Stelle anscheinend.
Das wäre natürlich schade. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwie wirklich vorsichtiger sein. Es ist immer so blöd, dass man von diesem Bildschirm aus nicht den wirklichen Spielstand laden kann. Also während der Schlacht, ne? Man muss immer erst die ganze Prozedur hier erst durchlaufen. Und dann kann man hier laden. So. Hier sind wir also wieder. Tja. Was hat das denn jetzt ausgelöst? Gehen wir halt mal nicht aus der Deckung. Ich meine, gibt's hier irgendwie nicht Missionsziele? Bereiche einblenden. Okay. Bereiche einblenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Die Gruppenauswahl ist auch wieder futsch. Nee. Also, scheinbar wollen wir den Weg abschneiden. Oh. Sind ja noch mehr. Ah, okay, die dürfen nicht gewarnt sein. Aber es ist schwer, die jetzt noch einzuholen hier. Ich glaube, wir verlieren, wenn die, sobald die den unteren Rand erreichen. Ist das der Witz? Ja. Ach scheiße, ich hätte laden sollen. Dann kann ich nicht mehr laden. Ich will auch nicht immer weiterspielen, sonst gibt's mal, sieht man direkt das Intro von dem nächsten Szenario. In diesen Breiten gehen selten. Ja, seltsame Dinge. Okay. Wie können wir denn schneller da runterkommen? Also hier zählt wirklich jede Sekunde irgendwie. Vielleicht, wenn die alleine hier runter reiten? Können die hier überhaupt runter reiten? Ja. Ich frag mich, wie stark die Einheiten da sind. Das sind ja schon ein paar. Also mehr als meine auf jeden Fall. Allein zahlenmäßig. Okay. Warum sind die so schnell? Haben die da irgendwie einen Zauber, der den Bonus gibt? Auf Bewegung? Das sieht besser aus jetzt. Vielleicht hatten wir nur diese Einheit zur Auswahl, weil das die einzigen Berettmann sind, die wir noch haben. Weiß nicht. Komisch. Ah! Okay. Kampf verwickeln, wenn es geht. Oh je. Oh Gott. Wie soll man das denn schaffen? Die reiten auch fröhlich durch. Müssen die also konkret stellen hier. Ah, nee. Ach Gott, das ist ja haarsträubend. Sorry. Ach, Stufe Veteran, hatte ganz vergessen, dass sich das eingestellt hat. Ah je. Will ich ein bisschen störrisch. So. Okay, also
Wir haben es also super eilig hier. Ihr zwei seid mal Gruppe 1 und geht hier hin. Nein, Gruppe 1 geht hier hin. Ihr seid Gruppe 2. Und ihr geht hier hin. Vielleicht werden die verlangsamt durch die Bäume? Das geht so, ne? Schwer, das jetzt richtig zu machen, wenn man noch gar nicht sieht, wo was ist. Oh je, die reiten hier außen rum, das ist schon mal schlecht. Okay, das heißt, wir müssen die also richtig in Nahkampf verwickeln. Okay. Können die beschießen, aber wir müssen auch uns bewegen hier. Fix, fix, los. Ich hoffe, wir können die. Okay, das geht also halbwegs. Also, beschießt die schon mal nicht vorher. Das macht ihr beide. Greift einfach mal das an. Mal sehen, was dann passiert. Ja, reitet mal weiter runter. Das ist halt echt. Ja, einfach nicht gut designt vom Spiel. Man weiß nicht. Warum sich Einheiten nicht bewegen. Jetzt stehen die einfach nur blöd da und warten ab, bis ich die niederpfeile. Auch gut. Die sind aber noch weiter auf dem Weg. Der hat auch irgendeinen Verlangsamungszauber, der Magier hier. Ne, das ach, ist ja gar nicht ein Magier. Quatsch mit Soos. Kann man Feuerelementar zaubern? Was hast du denn noch Schönes? Ach. Jedes Mal links, rechts, Klick, ist alles ja, konfus. Das ist ein besonders starker Zauber. Nehmen wir mal den hier. Man kann das auch nicht. Man kriegt auch nicht mit gesagt, was das jeweils macht. Das muss man so wissen. Aber ich glaube, das war so der mittelstarke. Das ist der ganz leichte, das ist der mittelstarke. Das ist der gegen Untote und Dämonen und Beschworene. Und das ist der. Ja, das ist der ganz starke, der auch meinen eigenen Einheiten schaden kann oder so. Also versuchen wir das mal mit dem mittleren. Wenn er so weit kommt. Ne. Der ist immer noch da. Ne, man muss den nicht angeklickt haben. Doch. Ach Gott. Also Linksklick mit der Hand macht den Fuß. Rechtsklick. Okay, Rechtsklick, wenn die Hand da ist. Alles klar. Und wo ist das? Ah. Ja. Gut, dann verfolgt. Oh Gott. Wie soll ich denn bitte mit all denen hier fertig werden? Das ist ja fantastisch. Nahkampf 9, die sind aber nicht besonders schwach. Ich meine, wenn die sich jetzt natürlich einfach im Grunde den Boden schießen lassen, ist das natürlich was anderes. Ob die jetzt auch alle auf mich brav warten? Es ist sehr merkwürdig, hier einfach nur auf die auf die Bugs zu vertrauen, sozusagen. Okay, du bist da im Kampf. Du bist da im Kampf. So, das Räuber. Wie geht's dir denn so? 100%? Nein, nein, ja gut, die haben alle gerade erst angefangen. Rechtsklick, nee, rechtsklick nur, wenn die Hand da ist, alles klar. Ähm,
Tja, ich glaube, hier probiere ich jetzt mal den Meridias Zorn aus. An denen hier. Mal sehen, wie das so kommt. Zap, 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 zarab. Oh, den trifft er gleich mit. 92, 70, das war schon nicht schlecht. Wie viel Magiepunkte hast du? 1 von 8? Magiestufen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er das machen kann, dass sich das wieder regeneriert. Banner der Mutigen, 93. Oh, es trifft sogar die noch. Ja, das ist ja nicht schlecht. 89. 69, 91. Das Elemental ist schon ein bisschen am Leiden. Wäre gut, wenn wir noch mal eins beschwören könnten mit dem Ordensmagier, aber der ist ja wohl gerade im Nahkampf. Den kann ich jetzt auch nicht kontrollieren. Rechtsklick. Ja, machen wir mal Meridias Blick auf die hier. Die machen ja anscheinend das Elementar fertig und dann steht er hier nackig gegen die da. Wäre schon besser, wenn... Aha. Wenn wir da vorher noch was platt machen. Aber die werden mit... Die leiden mit 56. Ach, kann ich das heilen? Kann man... Nein, Linksklick, wenn die Hunter ist. Nein, Rechtsklick, wenn die Hunter ist. Hat er keine Punkte? Oder? 1 von 3 jetzt. Oder 3? Ich verstehe es nicht ganz. Oder ist er noch am Zaubern? Oh, die fliehen. Ja, da kann man die mal gut plätten. Wie ist hier die Lage? 88. Es ist ein sehr langsames Geschäft anscheinend hier. Das heißt, man kann dem auch nicht einen Befehl für einen Heiltrank geben, ne? Das ist nur Feuer legen. Dann kommen noch mehr Räuber eventuell. Es geht alles sehr langsam hier. Momentan tut sich auch irgendwie gar nichts. Da tut sich was? Doch. 2%chen. 2%-Pünktchen. Das kann ja noch was dauern. 53, 4, der ist gleich tot. Aber ich glaube, das war's dann auch. Ich glaube, ich will hier gerade mal speichern dann. Unter 2. Das läuft mir momentan eigentlich ganz gut. Aber nur weil ich hier diesen Bug quasi ausnutze, dass die sich nicht bewegen. Ne? Das ist halt. Also, was das Spiel leider ein bisschen schlecht macht, muss ich sagen, ist dieses Wegfinden. Ne? Das, also wie die Einheiten sich bewegen und wie die auf ihre Gegner zulaufen, ist echt kaputt eigentlich. Es funktioniert sehr sporadisch und willkürlich. Und, die Reaktionen auf einen Angriff sind auch Glückssache. Es ist schon alles, ich kann schon verstehen, warum das Spiel nicht super bekannt ist. So sehr ich DeamWorld 1 mag, DeamWorld 2 hat doch einige offensichtliche Schwächen. Kann man nicht anders sagen. Okay, 1 von 3. Ich meine, abgesehen davon, ich habe hier auch natürlich Probleme hier und ich habe immer große Zeitspannen zwischen den einzelnen Spielen. Und mit Anleitung wäre das eh nochmal eine andere Sache, aber ich habe ja quasi auch nicht die besten Voraussetzungen für das Spiel, aber ich denke, dass das Spiel an sich auch schon, ja, wie gesagt, Schwächen hat. Okay, kann ich 51, 83. Ich versuche mal das Elementar zu heilen. Nee, es ist Linksklick, aber er macht's nicht. Hand, Linksklick. Interessiert ihn im Moment nicht. Das ist so... so abstrus hier, diese Situation. Die gucken, ihr beschießt uns mit Pfeil. Ah, okay. Haben wir nichts gegen. Danach kommen die dann dran, die warten, bis sie an der Reihe sind, beschossen zu werden.
bisschen albern. Ebenso die hier übrigens. Aber auch wie die Mission arrangiert ist, ne? Wie die designt ist, ist auch schon ein bisschen problematisch irgendwie. Ich meine, die Truppen, die wir haben, die sind zwar ganz gut, aber ich meine, im Vergleich zu dem, was die Gegner hier aufbieten. Also erstmal die Stärke schauen. Okay, Nahkampf 7 ist ziemlich blöd, ziemlich beschissen. Nahkampf 9 ist jetzt auch nicht überragend, aber 11 ist auch nicht gerade furchteinflößend. Ne? Also ich glaube, wenn die hier ordentlich operieren würden, ne? Wenn die hier richtig funktionieren würden, würden die hier locker meine Einheiten wegputzen. Und ich wüsste nicht, wie ich was ich dagegen machen sollte, ganz ehrlich. Und allein die Auswahl meine Einheiten ist schon super merkwürdig. Also ich verstehe, wenn man sagt, es gibt Missionen, wo es nur Helden gibt, aber warum gerade dann die berittenen Bogenschützen? Und wenn man nur Helden auswählen kann, mehr oder weniger, sollte man nicht komplette Einheiten haben, die gegen einen kämpfen, also bestehend aus mehreren Truppen, ne? Aus mehreren Mitgliedern. Also es ist also numerisch und auch qualitativ, naja, okay, qualitativ nicht, aber in vielen Punkten halt überlegen. Man sieht ja auch, das Flammenelementar, wenn das hier im normalen Kampf, selbst gegen diese Münzwagen hier vorgeht, ich sollte das Geld mal versuchen aufzuheben, wenn es geht, wird das schon ganz schön fertig gemacht. Nee. Rechtsklick. Ach, jetzt sehe ich's. Er kann was machen, aber nur ein Blitzschlag, kein Zinken. Mein Fehler. Na, dann machen wir das mal. 43, also wir sind nicht betroffen. 63. Flammenwind 59 hat aber bald den Wagen gekillt. Ja, es ist schon ein bisschen knapp hier. Das ist so albern. Ich weiß nicht, was das ist hier für eine Veranstaltung. Wir gucken zu, wie wir ermordet werden. Ich meine, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir wollen einfach nicht in den Nahkampf mit den Fernkämpfern, obwohl die ja 2 Meter entfernt sind. Und so geht das nicht, funktioniert das natürlich in beide Richtungen, auch mit meinen Truppen, die, wenn ich dann einen Haufen auswähle, dann geht einer davon und greift an, die anderen 3 stehen dann irgendwie irgendwo rum, dann, ja, das ist nicht immer eine Freude. 25, 40, oh, da ist noch mehr Gold. Ah, der hat den. Ah, verstehe. Ich muss den aber erst ein bisschen auftanken lassen. Oder nee, jetzt kann er den Heiltrank verwenden. Ist das aber wirklich nötig im Moment? Ich kann ja was anderes machen. Blitzschlag. Mal sehen, wie die darauf reagieren. Wahrscheinlich gar nicht. 69. Das seht ihr nicht. Und hier? Gott, die sind aber auch zäh. Lassen sich Zeit beim Sterben. Verständlich. Ich will die nicht bewegen. Solange die hier nicht aktiviert sind, ist ja alles okay. Ja, das Gold muss man immer extra von Hand auflesen. Hier, die begegnen sich. Oh naja, vielleicht habe ich den auch hier hingeschickt, den ich komplett runter. Naja. Greifen wir mal an hier mit dem Elementar. Ist eh nur beschworen. Ist nicht weiter tragisch, wenn das stirbt. Oh, der wird aber gleich völlig. Ah, der hat aber Magie. Oh, wow, wow, wow. Was ist hier los? Oh Gott. Reagieren die darauf? Interessiert die nicht. Oh shit. Scheiße, ich wollte eigentlich noch zaubern. Ich noch ein Flammenschild raus.
nicht im Nahkampf. Gott. Blitzschlag. Okay, dann machen wir was anderes. Benutzen wir jetzt tatsächlich mal den Heiltrank. Oh nein, nicht bewegen. Wo gehst du hin? Oh, du hast 100 Lebenspunkte. Okay, dann kannst du jetzt wieder gegen die kämpfen. Flammenelementar ist auf 36. Oh shit, die greifen den Priester an. Ich habe jetzt noch Wüste, was... Ich glaube, ein Flammenschild wäre gut, oder? Man hat auch eine schöne Reichweite. Ah, da kommt ein Feuerphönix. 28, er schlägt sich ja schon ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ich gehe mal einfach mal mit in... Oh, krass, der Priester hat die einfach alle fertig gemacht. Aber die sind zu schnell, glaube ich, jetzt. Wow, jetzt gibt er aber Vollgas, jetzt will er sich rächen. Okay, ich glaube, wir haben die Situation unter Kontrolle. 60, voller Elementar, sieht nicht so gut aus. Was ist denn hier los? Ja, 2% pro Schuss. Oh, die fliehen auch. Ich meine, soll ich mit dem Feuerelementar jetzt da angreifen, wenn das hier durch ist? Momentan erledigen die ja ihren Job ganz gut. Wenn auch langsam. 13, 56. Bisschen eng werden. Schick mir den einfach nochmal mit hoch hier. 53, 11. Die sterben hier langsam tot. Ich weiß gar nicht mehr. 3 oder 4. Ja, das ist viel. Ich zuletzt gespeichert habe. Es ist wichtig, dass der Priester nicht stirbt, natürlich. 41, aber wir haben es gleich. Ich glaube, du bist schon gar nicht mehr im Kämpfen, oder? Okay. Gehen wir mal runter, lesen das Gold auf. Ja, ich glaube, ich muss lesen. Kennt ihr das? Wenn man nicht weiß, ob man niesen muss oder nicht. Das ist immer ungünstig bei einer Aufnahme. Nein, nicht komplett folgen. Priester. Ich will eigentlich nur einen hier auswählen. Nicht den Priester. Die kleben irgendwie aneinander. Der Feuervogel ist die ganze Zeit mit dabei. So. Wie das mit dem Magiepunkte regenerieren geht, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Was für eine Zeitspanne das so ist. 38 ist ziemlich schlecht. Kann sich nicht mehr irgendwie einmischen. Kann nur den Heiltrank trinken. 1 von 0. Du bist bei 91. Ah, hat auch schon wieder ein bisschen was abbekommen. Okay, du guckst jetzt erstmal nur zu. Die haben sind noch nicht mal in den Nahkampf verwickelt worden. Sehr merkwürdig alles. Ich meine, ehrlich gesagt, bei DeamWorld 1 habe ich das auch schon ein bisschen ausgenutzt. Dass die Fernkämpfer da total overpowered waren. Ne? Das war ja wahrscheinlich auch nicht so gedacht von den Entwicklern. Oh, die haben das Feuerelementar besiegt. 41, 86.
Mal sehen, wie der sich jetzt schlägt. 80, 39. Ich wünschte, du könntest ein bisschen was tun. Ich will eigentlich nicht den Heiltrank jetzt noch verwenden. Nahkampf 9, Nahkampf 11, Fernkampf 5. 66. Oh wow. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier hin. Nahkampf ist nur 5, das heißt. 52. Ja, ja. Hätte durchaus sich hier einmischen. Genau. 32. Boah, 46. Ja, brauchen wir mehr Unterstützung. Auf einmal sind sie wieder super stark. Ah, perfekt. Sehr schön. Was für eine merkwürdige Mission das war. Einer ist gestorben, das war das Feuerelementar, nicht wahr? Schön, schön. Kein Kommentar? Okay. Dann speichern wir nochmal. So, jetzt haben wir mehr Gold. Das heißt, ich müsste... falsch. Bei der Truppenverwaltung auch ein bisschen, ja, 170 wieder was drin sein, das ist ja sehr schön. Das heißt, wen füllen wir jetzt auf und wen können wir aufwerten? Können wir jetzt aufwerten? Hat das was mit Geld zu tun? Nee. Können wir nicht aufwerten? Können wir nicht aufwerten? Lass uns mal kurz auf die Stufe gucken von den verletzten Einheiten. 1, 1, Stufe 2. Dieser Krafttrank ist hier also falsch. Komisch, dass man den trotzdem geben kann. Okay, füllen wir einfach nur mal die Einheiten auf, statt neue zu kaufen. Vor allen Dingen, weil die schon ein bisschen Erfahrung haben, dann sollten die auch besser sein. Wobei die natürlich auch schwächer werden. Nahkampf 11. Initiative 2. Ja, ja, fast das Ganze. 11 und 2. Hat sich nichts getan. Es ist nur, dass die Einheit jetzt voll ist. Das ist natürlich blöd. 50 soll das sein. Damit können wir wahrscheinlich nicht viel auffrischen. Vor allem nicht so eine komplett tote Einheit. Vielleicht die hier? Ne, der geht da gar nicht drauf. Das ist unter dem seiner Würde. Können wir wieder einen Orden verleihen? Ne. Dafür war die Mission nicht gut genug anscheinend. Okay, die sind alle voll. Was ja auch nicht verkehrt ist. Das heißt, das ist schon die beste Einheit der Verletzten hier, die Rudersgarde. Ja, mehr ist nicht drin. Also das hat diese Mission lang gebracht, dass wir eine Einheit, eine Truppe auffrischen konnten. Naja, besser als nichts. Aber wir haben auch noch 50 Gold jetzt. Ich glaube, wir hatten 20. Also noch 30. Naja, fertig. Jo. Also scheinbar das Intro ja, gibt es dann im nächsten Video. Nochmal gerade gespeichert. Kann man einfach das überschreiben. Okay. Ja, okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.